Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auch der Erlen, gerade immer das National-Alpin-DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, wir haben jetzt noch ein bisschen im Hintergrund besprochen, zum Thema Traktoren und Gerätschaftenverkauf. Wir haben uns dazu entschlossen, die beiden Lindners zu verkaufen. Mit, beim Unitrack halt, mit den ganzen Sisses-Geräten, mit der Britsche, mit dem Ladewagen. Und dafür halt eben, wie gesagt, eine Steier und den neuen Pöttinger Ladewagen kaufen. Wenn es sich noch preistechnisch ausgeht, vielleicht noch einen zweiten größeren Ladewagen, aber das muss man dann erstmal sehen, wie viel Geld wir noch haben. Naja, ich würde aber eher sagen, dass statt einen zweiten noch größeren Ladewagen, als wir jetzt schon haben, weil so klein ist er nicht. Schulden zurück. Ja, stimmt. Würde ich jetzt sagen, weil wir haben halt 500.000 Euro Schulden. Ja, das ist ein bisschen was, ne? Ist nicht halt so ein Hose. Also, ich weiß jetzt nicht, wer das tagtäglich in der Hosentasche mit dabei hat, aber ich nicht. Schwierig. Ja. So, haben wir alles mitgenommen? Ja, ne? Ja. Soll es vielleicht im nächsten Vorgewende ziehen. Könnte man machen, ne? So. Wir haben jetzt aber hier noch eine Bahn. Und haben wir das auch abgeschlossen. Sollen wir den Vorlader vom Lindtrag auch mitverkaufen, Nege? Haben wir den Traktor? Ja, der Steier hat. Und den B-Trag weiß ich gar nicht, könnten wir konfigurieren. Mal schon, also lassen wir den auch da. Ja, würde ich schon sagen. Aber eigentlich haben wir dafür dann beide, Mann. Stimmt auch wieder. Ja, aber für so Dinge arbeiten wie zum Beispiel Silage-Schippen oder sowas ist halt ein Frontlader schon besser. Ja. Wenn wir beide mal da rumtuckern, schwierig. Ja, also ganz ehrlich, die Schaufel ist nicht kleiner. Ja, okay. Aber das Plattfahren meine ich an sich. Ja, das Plattfahren, das ist ja wieder was anderes. Aber du hast vom Silage-Schippen gesagt, nicht Plattfahren. Ja, das ist alles dasselbe. Nee. Also, passt, haben wir alles mitgenommen, perfekt. Ich zieh dir einfach nur mal raus. So, wir fahren jetzt zurück zu unserem Hof. Fährst mal Maus. Gedüngt, Hammer. Alles gut, ich stehe jetzt am Händler mit dem Lindtrag. Okay, ein Unitrag, wo steht denn der, weil den fahre ich gleich nochmal hin. Oder steht auch am Hof. Steht auch am Hof, okay, dann fahre ich den Bürger schnell zum Hof rüber. Du musst zweimal fahren, gell? Ach so, stimmt. Aber wir haben zwei Aufbauten. Da muss ich jetzt vorher nochmal raus, weil. Boah, jetzt dann aber ewig warten. Oh, ging noch. Ah, gut. Alles im grünen Bereich. Ich glaube, da war vielleicht noch was. Aber ich will einen Stackbauer. Ja, warte, muss ich das Tempo mal dran machen? Oder, ja, ich zeig's dir. Also zum Schluss. Okay. Oh, ich sehe da drüben schon was. Ein Aufbau. Und ich sehe dich da rumrennen. Ja. Ja. Schwierig. Hat er wieder einen Stein gefunden. Oh, das war knapp. Würde ich jetzt mal geschätzt sagen. Ja, halt so gemütlich. Mit 50. Oh, oder hier ein Baum. Ein bisschen ausgeholt. Nee, Stein. Denk voll ein, ne? Dann geht's hier so hoch. Mm. Der springt. Statt dass er hier rüber springt, springt er voll im richtigen Baum. Kommt da raus. Schwieriges Thema, ne? Ja, der wird jetzt sowieso verkauft. Den Schaden merkt keiner. Ich komme aus dem Loch nicht mehr raus. Ist da ein Loch? So. Ach, so eine kleine Dolle. Ganz eine kleine Süße. Ah ja, das Gewicht müssen wir doch da lassen, ne? Ja, das ist mir glaube ich gar nicht so schlecht. Wenn wir das hier lassen. Den zweiten Aufbau verkaufe ich übers Menü, würde ich sagen. Weil da jetzt noch extra hochfahren. Lohnt sich meines Erachtens. Was? Ja, aber der ist auch in die Wand gebackt. Weiß nicht, ob man den da rauskriegen. Weil ich krieg den nicht mehr mit starkem Bauer raus. Doch, ich krieg den da raus. Okay, dann lass ich ihn dir rausdrücken. Ich hab dir da ja auch reingefahren, also. Das dem der Händler ist ja nicht so weit weg. Ja. Ach ja, das Gewicht können wir da lassen, ne? Ja, das können wir machen. So, ich verkaufe jetzt gleich mal den Lindtrag.
Nein, noch nicht verkaufen. Ich mag die alle dran stehen haben. Okay. Nebeneinander. Ja, da kann ich sogar nochmal schön Spittel machen. Ja, genau, deswegen ja. Also wie gesagt, was wir uns kaufen, ist wie gesagt der Steier. Der dicke, der hier. Der 81,65. Nochmal vielen Dank. Bin unterwegs. Stück. Knallgas, ne? Ja, glaube ich dir. Und dann haben wir noch den Ladewagen, lieber Pöttinger. Den wunderbaren Kollegen hier. Und ja. Ich konnte da nichts dafür, ich bin gerutscht. Ja, bei der Geschwindigkeit ist so kritisch. Das ich war bei 30 km/h. Kriegst du den weg, oder? Nee, okay. Ich ging auf Blumen da vorne und hinten. Ja. Könnte was werden. Ist halt vielleicht runterschauen. Also ich war bloß bei 30 km/h, muss ich gesagt haben. Und mit 30 km/h in der Kurve ist es okay eigentlich. Ja. Also das hat mir blind nach. Ja, fahr ein bisschen schräg ran. Das sieht ein bisschen besser aus, glaube ich. Ja, genau so. Ich muss den anderen noch, warte, den anderen Aufbau. Ja, ich mache jetzt erstmal Büttel. Hallo. Fahr noch ein bisschen. Ja, okay. Ja, bleib so stehen. Geh weg. So. Warte mal. Ja. Ach, egal. Wunderbar. Ja. So. Soll ich nur warten, bis du dann einen Aufbau geholt hast, oder? Ich werde dann alles auf einmal haben. Okay. Na, wenn wir dessen laufen, wie hier ein bisschen... Ich denke, ist der ganz schön breit, ist mir gerade aufgefallen, ne? Der Gehsteig. Mhm. Weil... Oh, der Linde Uni trägt was genau drauf. Passt du da echt drauf? Zum Audio überholen. Achso. Ja, das schon, muss man sagen. Das muss man aber sagen. Ey, der Linde Uni trägt hat jetzt auch nicht schlecht gedient, ne? Nee, die muss man aber sagen, die haben alle super gemacht. In Lindner, bisschen mehr als 10 Stunden haben wir gefahren, aber jetzt ist es halt dann doch Zeit für ihn, ne? Ja. An sich ist auch immer noch gut. Ey, eh bald reparieren brauchen, das heißt, es passt perfekt, wenn wir ihn jetzt verkaufen. Und aber bei reparieren vorher nochmal. Wir haben perfekt rausgebracht den Aufbau. Ja, das andere kann ich irgendwie auswählen. Irgendwie so. Kommst du? Okay, er ist abkommen. Gut, dann gehe ich mal schon rein. So, haben wir ja den Lindner Unitrag gefunden, also gekauft. Junge, jetzt steht der nächste direkt vor meiner Nase raus. Ich werd nicht mehr. So, und dieses Mal langsamer rein. So. Bin drüber geschossen. Eieiei. Und sogar mit Chromrohr. Wir stellen nochmal auf Büttler machen, warte mal, ich fahr den. Nee, hab ich schon, das passt. Da. Ja, passt. Oh, da kommt das Geld drin. Perfekt, der passt an sich so wie er ist. Hast du den Steier schon konfiguriert? Dann kaufe ich schon mal den Ladewagen. Ja, oh, leck. Oh, da ist er. Oh, herrlich. Warte. Ja, wir haben es sogar mit drauf gehalten. Ah, stimmt, wir haben es. Die Belize ist natürlich auch verbaut. Echt geil. Oh. Ich mag mit dem gleich weiterfahren. Ne? Ja. Wir haben immer noch 112.000. Oh, warte, wir brauchen. Nein, der ist der Move. Ja, wir haben nur noch 112.000, das ist mein Gehirn, das ist, wir haben echt nur so viel. Oh. Das mein Sprachstück, nehmen wir Spaß. Die Tür ist noch offen. Warte, ich mach die mal zu. Weißt, momentan noch Absicht. Okay, ich habe ihm eine Fronthydraulik und Frontlader am Bau gegeben für Stoll. Michelin-Reifen hat er drauf. Wie viel Leistung hat er denn jetzt? 200. Alter, da. Da geht schon was, ja. Ich muss dem Ganzen, warte, ich mach die Tür gleich zu. Kannst du mitfahren?
Warte. Nee, kann ich nicht. Schade, aber ein Sitz hätte ein geil. Ja. Mal da wieder zu. Ich mach mal alles auf, was hier aufgeht. Mhm. Ey, wir haben nee, das Sommer, war die ne? Tür. So, ich lasse dich da mal ein bisschen rumspielen, ne? Ja. Ich schnapp mir den MB. Ja, er kann vorne nicht aufmachen, was ein Dreck, was. Aber Spaß. Das wäre ein Getriebe, was soll ich dem reinbauen? Ich würde sagen, Viergang. Beziehungsweise. Wie viel, fährt 40 Pferde, ne? Da waren 5 Gänge, 4 Gruppen. 5 Gänge, 4 Gruppen. Weil Traktoren, die 40 laufen, haben normalerweise nur 5 Gänge. Ja, mal. Boah, der ist ja mal mega geil. So. Geht ja auch oben auf. War dies? Der geht auch oben auf. Ist Dach, Dachluke? Ja. Ja, ja. Geil. Wie er riecht ab. Ich würde tatsächlich sagen, wir aber machen's. Ich schau mal ganz kurz vorher nochmal, ob die adaptive Lenkung drin ist. Ja, normalerweise schon. Die ist automatisch drin. Wenn man sich was neu gekauft hat. Der Teil schaut schon schnucklig aus. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich so machen, dass eine faire Aufteilung ist. Und du machst die Wiese rechts, also wo wir jetzt momentan sind, und ich mach die dann bei uns am Hof. Ja, der hat einen brutalen Sound. Brutal. Ja, ich weiß. Was sagst du zur Idee? Oder Aufteilung? Was, Mann? Ich hab nicht zuckert, ich hab den Sand zuckert. Oh, oh, warte, ob ich halt zuhören hier, Bubi. Muss ich alles doppelt sein? Okay. Ja, dann mal so machen. Du machst den Teil, wo wir jetzt momentan sind mit der Wiese. Und ich mach den halt über dem Hof. Dann hat jeder mal bei der Wiese gefahren. Was? Die schwarze Wolke ist auch mit dabei, perfekt. Weil die wirklich pechschwarz. Flo. Aber, hm? Die Wolke ist wirklich pechschwarz. Hör ich dich da schon? Nee, ne? Nee. Seh ich dich schon? Nee, ich bin bei der Wiese. Bist du am Düngen? Nee, da bin ich schon fertig. Oh. Da geht's rein, da geht's rein, da geht's rein. Aber ja, hast du meiner Idee vorher zugehört, glaube ich, jetzt. Das war beim zweiten Mal. Ja. Okay. Mit den Wiesenaufteilungen. Mhm. Ach, du fährst mit dem B-Trag gerade. Mhm. Oh. Das Ding ist, wir haben jetzt beide Schweizer Kennzeichen. Und wir sind in der Schweiz. Perfekt. Wir haben es durchgespielt. Ja. Das ist auf jeden Fall. Was soll ich denn das gerade noch sagen? Genau. Alter, geht ab, du. Also der, der größte ist jetzt der Steier und der zweite der MB-Trag. Und dann kommt Bührer und dann kommt der kleine Steier. Das heißt, ja, das passt eigentlich von der Aufteilung wunderbar. Dann haben wir zwei große und zwei kleine. Passt. So. Vielleicht nicht gleich abwirken. Bei der ja, das wäre von Vorteil. Aber das schaut schon geil aus, muss man einfach sagen. Und der zieht den Ladewagen halt auch problemlos, ne? Safe. Ich mach jetzt gleich mal die Dinger am Hang hier. Oder, ja, Hang ist eigentlich schon. Das heißt, wir machen Allrad drin, sperren. Und dann kannst du abgehen. Ey, ich fahr 20 km/h, ne? Topspeed mit dem Ladewagen. Ja, ich auch. 20 ist eh die Grenze. Mit der PS-Zahl zieht er den natürlich ohne Probleme. Das Ding geht fast so gut wie mein Johnny. Zumindest mal kurz. Ich meine den 1.7R da. Ja. Hm, war da vielleicht noch was mal? Aber nur fast. So, so, ja, etwas.
Balanzt, aber der wird echt langsam voll der Ladewagen. Der Faro. Ja. Das hat auch ein geiles gespannt. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, das passt ja perfekt zusammen. Aber das Ding ist, du hast jetzt 16, ja knapp 16.000 Liter mehr Platz als vorher. Das merkt man schon. Da wäre ich da voll. Ja, 98% neue Bahn. Anfang lohnt sich eigentlich nicht. Wie voll bist du? Aber 70 ist okay. Dann fahr ich schon mal los. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel PS braucht denn unsere Sämaschine, unsere momentane? Der war genau bei 135 PS. Ah, schade, dann kann es keiner von den anderen ziehen. Außer ich würde... Doch, der MP-Truck. Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, dass ich den Steier nehme zum Ziehen. Und den MP-Truck dann vor der Sämaschine hängen. Weil der Steier, haben wir gesagt, schafft den Ladewagen easy. Oh, das wird ein richtig geiles Gespann. Zwei Steier und zwei Pöttinger. Zwei Steier? Hm? Diese zwei Steier? Ja, weil ich ja den MP-Truck jetzt vor der Sämaschine schnall und zum Fahren einen kleinen Steier nehme. Zum Abfahren vom Ladewagen? Ja. Obwohl, warte mal, ich glaube, der kleine Steier müsste. Also, der Bührer müsste es schaffen. Die Sämaschine. Ich weiß nicht, ich glaube ja nicht. Der hat bloß 30 PS weniger. Wird voll. Hm? Wird voll. Okay. Der große Ladewagen ist voll, das erste Mal. Oh, das erste Mal ist er voll. Alter, das Ding geht ab, du, das glaubst du nicht. Ich mag, dass es Nacht wird. Das schaffen wir noch. Oh, der will ja auch hoch. Uiuiui. Ich dachte, der fällt jetzt da gerade weiter, aber nee. Ei, oh, hallo. Oh, Riesen. Der zieht nicht hoch. Radies? Alter. Der zieht den da nicht hoch, ne? Bist du nicht da? Nee. Beziehungsweise bist du überhaupt? Ich hänge ja in der Schräge, komm nicht mehr vorbei und dann immer rückwärts. Ich also rückwärts beziehungsweise schon, aber. Ich hänge in der Schräge, ne? Ja, gut, ne? Steig mal ein und fahr mal an, vorsichtig. Ja, warte. Ich hol schon die Sämaschine noch. Ja, die stand vorne drin. Genau. Jo, was hat denn der alles für Zeug? Alter, wo ist das? Aris? Aris, ja. Ah, warte, der plötzlich und schnell noch was. Ja? Du! Ja. Ich bin da. Kannst du mir alles sagen? Ein Steier ein. Fehlt dann etwas? Warte, gut. Ja, so passt. Der Meinung, da fehlt was. Ja, genau, das weiß ich. Das ist das Geile, was man bei dem machen kann. Wenn man vorne die Seitenverkleidung wegmachen kann. Und jetzt fahr mal vorsichtig an, ne? Oh. Rutscht einfach seitlich weg. Der bräuchte vielleicht ein Gewicht. Meint ich reich als Gewicht? Ich weiß nicht. Ich fahr weg. Ich fahr wieder rückwärts weg, mach Parksperre drin. Ja, warte. Boah! Der ist schon, Alter. Wie schaut der vorne den Reifen, der ja, Reifen, ne? Der wird sich. Kräftewald. Der schart unser Boden auf. Alter.
Okay, ich lass dich wieder. So, darf ich mal den Beitrag? Ach, schon ein dickes Teil. Uiuiui, ich rutsch wieder rückwärts runter. Oh nein. Aber ja, dass diese Seitenverkleidung, wenn man die wegmachen kann, das hat schon seinen richtigen Grund. Fahren ihn echt auch viele rum. Beziehungsweise ein Nachbar von mir hat den gleichen. Auch ohne Seitenverkleidung. Die wurden ja, ich glaube, dann haben die besser gekühlt, soweit ich weiß. Deswegen haben die die auch weggemacht. Weil die haben zu viel Leistung teilweise. Ich mach mal Eirad und Zeug wieder aus. Ja, oder irgendwie hatten die Anzahlung auch irgendwie falsch. Die haben immer zu wenig gekühlt dann und deswegen haben die oft die Seitenverkleidung da weggemacht. Dann haben sie besser kühlt und sind jetzt so schnell warm waren. Oder heiß waren. Keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Aber den hast du als Modellbau bei dir daheim, oder was? Hm? Den hast du als Modellbau bei dir daheim? Nee, ein Nachbar von mir hatte den echt. Zwar nicht mit 200 PS, aber den 81er auf jeden Fall. Dein Nachbar? Mhm. Oder Nachbar. Bisschen weiter entfernt, aber ja. So 500 Meter. Hier und Flo sind jetzt nicht weit weg. Sind jetzt nicht weit voneinander entfernt. Also. Ja, sind es 3 Kilometer. So, wir haben jetzt auf jeden Fall alles drin. Wir fahren hier mit 40 km/h. Die Rußwolke qualmt. Die Rußwolke qualmt. Ah, da drüben sehe ich die Langdonnern. Miau. Das ist schon brachiales Teil. Kann man einfach nicht anders sagen. Nee, das ist schon geil. Ey, weißt du, was wir brauchen? Mhm. So einen richtig geilen 844er. Was, Steuer? Nee, John, Case. Also, ach so. IHC. Jetzt die 844er? IHC 844, ja. Muss ich mal gucken, ob ich einen so finde oder ob ich dann meinen Kollegen frage, ob der da irgendwo einen anschaffen könnte. Oder einen 855er, der hat dann, weiß nicht genau wie viel. Aber der 844er hat, hätte 80, 85 PS. Den könnten wir dann ein, also den können wir dann austauschen für den Stall. Müssen wir mal gucken, ob wir da einen finden. Einen schönen. Der 855 hat normalerweise, soweit ich weiß, 100 PS. Dann muss aber leider der Bierer drin gehabt. Die Frage ist, was soll man eigentlich ansehen? Ich nutze ja mal beim Bild, aber was wollen wir da draufhauen? Was Geld gibt, würde ich sagen, oder? Warte mal, wir hatten beim letzten Mal hatten wir Haare. Sojabohnen. Machen wir Sojabohnen, oder? Die haben fast einen 2000er Preis. Das ist echt nicht schlecht. Oha, ja, dann fahren wir an. Machen wir Sojabohnen, ne? Ja, kann jetzt immer noch ändern, aber gut. Machen wir an. Flo. Alter, gehen wir mal. Wir haben jetzt zurzeit einen Bürat-Steier. Mit B-Truck-Ding. Ne? Wollen wir vielleicht doch nochmal den MP-Truck austauschen durch so einen Steier? Durch was? Durch so einen Steier. Den zweiten? Mhm. Im Prinzip, ich habe nichts dagegen. Ich finde den geil, einfach den Steier. Und ja, bei dem sind wir einmal bis 250 PS offen, da haben wir halt kein Problem, ne? Na gut, ein Fortgewicht bräuchte man vielleicht. Aber da ist der Flak genug daheim. Also. Ja, das ist ein Frontgewicht ist nicht das Problem. Da haben wir mal gucken. Aber wir sind tatsächlich für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Träumchen mehr, ein Träumchen und Kosch auf Kaiser und den roten Knopf drauf, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade in der Soßen Alpin-Division. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Was wrong, and I'm still on my way, closer to where I belong. I'm still rolling the dice, praying.